Mal schon den Sprung, den Blick in die Mannschaftsaufstellung der türkischen Mannschaft. Hier ist die Elf von Galatasaray Istanbul. Hayrettin, seit 2 Jahren die Nummer 1, noch Nationaltorhüter. İsmail, ein starker Abwehrspieler. Nummer 3, Taifun. Immer wenn er spielt, dann will Denizli die Defensive stark machen. Yusuf, Spitzname Rambo. Und er wurde auch vom Platz gestellt im Pokalspiel gegen Trabzonspor. Erhan Önal, den Mann kennen Sie noch, haben Sie eben gesehen, früher Bayern München. Er wird heute vor der Abwehr spielen. Rotario, rumänischer Nationalspieler, war bei der Weltmeisterschaft in Italien dabei. Tugay, der neue Star im türkischen Fußball, Nationalspieler. Muhammed, der Prophet, aber was macht er? Ist der Zerstörer im Mittelfeld, so analog zu Dieter Eis. Hamza, eine ganz neue Entdeckung auf der linken Seite, aus der Defensive in die Offensive kommen. Und hier der polnische Nationalspieler Koseczki, Roman mit Vornamen. Und der Stürmer Arif. Hat die Fußballknigge nicht eingehalten und Marco Bode mit der ersten Chance. In Duisburg durfte er nur 20 Sekunden spielen. Jetzt hat er die große Gelegenheit auf dem Fuß, Werder mit 1:0 in Führung zu bringen. Marco Bode. Haben es rausgekriegt. Unsere liebe, gute Post hatte einen Stromausfall, also nächstes Mal etwas dickere Kabel legen. Das müssen wir auch dem Postminister nochmal mitteilen. Nichts passiert, Spielstand 0-0, ein paar hektische Szenen. Und hoffen wir, dass jetzt die Strecke hält. Bode, schöner Trick auf Alofs. Und Hayrettin schnell am Boden. Na, das wäre es doch gewesen. Gleich wieder zurück und dann das 1:0 für den SV Werder. Koseczki, polnische Nationalspieler. Freistoß für Galatasaray und der Koseczki wird sich heute sicherlich gut mit Michalis-Kiewicz verständigen können. Zumindest das Gerücht. Jetzt passen wir auf. Freistoß. Önal ist da, Erhan Önal und Rotario, der Mannschaftskapitän. Das war ein ganz neuer Trick, den kannten wir noch nicht. Rotario, Schaltstation im Mittelfeld, Koseczki. Aufgrund einer leichten Verletzung. So muss es gehen, schnell in die Spitze. Bockenfeld, Alofs. Hayrettin mit Reflex, oder war es Erhan Önal, der dazwischen war? Super Zeitlupe. Hayrettin im Stile eines Handballtorhüters. Aber ja, das hängt eben mit der Körpergröße zusammen. Wenn ich also 20 cm größer Neubart, bin als einer. Bode. Aber Liskiewicz hat abgepfiffen. Kein Tor, liebe Zuschauer. Aus dieser Perspektive an. Neubart. Bode. Tja. Ja, im also im 5-Meter Raum ist schon angegangen. Der Torhüter. Beide in der Luft. Ja. Er hat den Ball ja irgendwo in der Hand, war ein bisschen gedrückt. Etwas früher angreifen. Das klassische Werder-Spiel, bis zur Grundlinie durchlaufen und dann, wie in diesem Fall, die Flanke in den Rücken der Abwehr zu schlagen. Ja. Nicht ganz gelungen jetzt vom Bockenfeld, zweiter Versuch. Und Bode! Alofs! Ja, was hat der SV Werder für Torchancen bisher gehabt? Volley abgezogen, Klaus Alofs. Sein Gegenspieler bisher,
der alte Bayernmann. Marco Bode. Sehr variantenreich das Bremer Spiel. Rufer. Hartgen. Da ist es. Torchance Nummer 5 für den SV Werder, aber noch ist der Ball gut. Eils. Abgepfiffen vom polnischen Schiedsrichter. Abseitsposition. Wir schauen uns das nochmal an. Toll angenommen von Hartgen. Eng geführt der Ball, dann die Drehung. Hayrettin konnte nur zuschauen, der Pfosten rettet. Das ist Kosecki. Kosecki auf der rechten Seite, immer zieht er sich auf die Flügel zurück, toll gemacht. Ja, wenn er diese Freiräume hat, dann ist er also am gefährlichsten. Bode. In der Mitte Alofs und Rufer. Da haben wir Mustafa Denizli. Wir haben eben gerade erfahren, Investition 4.500 Mark für Walkie-Talkie-Geräte, heute in Bremen gekauft. Ich sehe es nur noch nicht. Dieter Eils. In der Mitte ist Alofs mit dabei. Hartgen! Heute Vormittag, jetzt also Winton Rufer nicht dabei, aber der Stefan Gohn hat ja schon im Eckball Alofs. Neuwart am zweiten Pfosten, Ismail mit einer Rettungsaktion. Stefan Kohns erster Einsatz, 4 Monate nicht gespielt, Knieoperation, aber wann ist denn wieder mit einem Einsatz zu rechnen? Im Rückspiel? Ich glaube, jetzt haben wir rechts. Kosecki. Yes! 6 Torchancen, liebe Zuschauer, hatte der SV Werder. Abseits oder nicht, direkt abgeschossen. Das zählt. Oliver Reck, verdutzt, 33. Minute. 1:0 für Galatasaray Istanbul. Noch einmal, nicht gestört beim Schuss, freie Bahn und Oliver Reck überrascht. Roman Kosecki, ich habe es vorhin gesagt, der Torjäger in der Liga und Mustafa Denizli noch ganz angestrengt im Blick. Rechts, Sie sehen es, wir haben es kurz gesehen in der Ostkurve. Hayrettin wird immer sicherer. Rotario. Arif. Taifun. Noch einmal auf Rotario. Die Variante haben wir schon gesehen. Frank Neubart, der Zerstörer. Und das gibt sicherlich eine Karte für Yusuf. Jetzt Schokoladentag von Kosecki. Vielleicht ist das der Tag für ihn, um sich für alle Spiele so richtig einzusetzen. Und der liefert uns sicherlich jetzt die neuesten Informationen aus der Galatasaray-Kabine. Was hat es gegeben von Mustafa Denizli? Routiniert weiterzuspielen. Keine Auswechslung? Nein. Erhan Önal war leicht angeschlagen, sagt er uns im Interview. Ja, aber es geht schon, also weiter. Da ist er, der gefährliche Mann, Roman Kosecki. Mohamed abgepfiffen. Arif sich gegen Botava zu hart eingesetzt. Oder Erdal, haben Sie das anders gesehen? Ja, ich glaube schon, dass der Mirko in Bremen jetzt im Hotel. Ja, das gehört einfach zum guten Benehmen. Und er war schon im Hotel und wir haben natürlich über alte Zeiten gesprochen. Aufgepasst, aufgepasst. Da hat der clevere Erhan Önal auch versucht. Günter Herrmann,
Das macht er schon klasse, der Hayrettin. Ich glaube nicht, dass er heute irgendeinen Fehler noch machen wird, denn die Sicherheit gewinnt einem Torwart mit der Zeit. Kosecki lässt Botava stehen und Oliver Reck. Bockenfeld. Ja. Und das war Ismail, der da in die Flugbahn, Eckball Klaus Allers. Hayrettin. Im Strafraum liegt noch ein Werder-Spieler, der nicht Klaus Allofs. Und wieder Kosecki. Arif. Zwei Werderaner gegen zwei Galatasaray-Spieler und Reck. Um Räume zu finden, obwohl es so eng ist. Bode. Fantastisch, wie er sieht. Liskiewicz, und wir schauen uns das nochmal in der fliegenden Kamera an. Entschied auf Freistoß. Erdal, wie haben Sie das gesehen, die Situation? Ja, war nicht sehr viel faul dabei, aber sehr Kleinigkeit. Frank Neubart. Bode, da ist es! Die Lupe nochmal angucken. Schulmäßig der Kopfball. Sein, dass er aufhören muss. Ja, Herrn Önal wird hier noch behandelt. Der Werder-Abwehr. Stefan Kohn. Schön in den Rücken der Abwehr gespielt. Werder hat ihn richtig aufgebaut heute. Ja, er hat jetzt so viel Selbstvertrauen. Er holt die Bälle aus dem Winkel raus. Fast. Fantastisch. So, der erneut geht Arif ab, auf der anderen Seite Kosecki. Jetzt brauchen sie aber Unterstützung. Kosecki gegen Botava. Trotzdem Beifall für Arif. Auch beim Kopfball jetzt kombinationssicher. Taifun. Jetzt in Überzahl. Kosecki. Oh, da muss er quer spielen. Nach zwei Anläufen, beim dritten Mal hat es geklappt. Im DFB-Pokal war es genauso. Und im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbes war man auch schon zweimal. Und diesmal hat man geglaubt, könne man es vielleicht bis zum Finale schaffen. Aber jetzt steht es immer noch 0:1 aus Bremer Sicht. Borowka. Und Bester. Braucht Unterstützung. Schön durchgesetzt. Noch jetzt Ismail. Geh allein. Aus Alofs mitgelaufen war. Das sehen wir hier in der Einstellung nicht ganz genau, aber wieder eilt. Bester. Aber der neue Mann bei Ismail. Der Herr der Lüfte. Oh. Jetzt in Überzahl. Oh. Da hat sich der Kosecki geirrt. Live angeguckt für die Mannschaft, waren Videokassetten immer da. Wir wussten ungefähr schon, wie Bremen immer spielt. Kosecki. Sehr guter Pass. Jetzt auch rein. Oh, Hartgen gibt auf und Oliver Reck. Helber. Riesenmöglichkeit für Galatasaray. Das wäre es gewesen, ja. Rotario in der Mitte. Und wir schauen uns die Zeitlupe nochmal an. Bad, Bester, Kohn, Bode, Alofs. Da ist Stefan Kohn. Da ist es. Nur 60 Sekunden, nachdem Frank Neubart sich in die Spitze begab, der Torerfolg. Ein von Frank Neubart. Fliegende Kamera. Tolles Kabinettstückchen von beiden. Und abgefälscht, haben Sie es gesehen? Von Stefan Kohn. Yusuf, der Unglückliche.
Ja, kommt nicht, haben doch nicht so viel Kopfballchancen. Betanem ist doch noch stattliche 1,88 und da wird das wahrscheinlich doch schon angebracht sein. Arif mit der Nummer 11 wird hinausgehen. Kann er hinein, ein junger Spieler. Noch einmal Neubart. Da ist es. Marinos Festa. Einfach mal so. Kohn dahinter, Bester. Im Europapokal. Glückwunsch, Marinos Bester. Noch einmal durch unsere fliegende Kamera. Erdal hat es jetzt etwas die Stimme verschlagen. Ja, das ist natürlich richtig, jetzt 1:0 zu führen und jetzt so schnell dann 2:1 zurückzuliegen, ist natürlich schon bitter. Und vor allen Dingen durch so eine so einen Fehler, den wir vorher in der Abwehr, also durch einen Risikopass dann ein. Noch einmal Eckball, letzte Minute, SV Werder, Klaus Allofs, und da muss doch der Frank Neubart mit nach vorne gehen. Tut er auch. Bockenfeld. Früher mal Mr. Europacup genannt, weil er so wichtige Tore schoss. Und heute hat er das mal wieder bestätigt. Nicht als Torschütze, sondern als Vorbereiter und hervorragende Libro. Jungs, das könnt ihr jetzt lassen. Ja, das war total unnötig jetzt in der letzten Minute noch. In der letzten Minute noch so zu explodieren. Allofs und Ismail, die beiden Streithähne zunächst. Und dann will sich hier jeder noch beteiligen. Ismail ist doch sonst ein ganz gläubiger, ganz ruhiger, friedlicher, ja, Mensch. Ganz ruhiger Spieler, aber ich meine in so einem Zweikampf. Na, das ist noch eine friedliche Lösung. Gelb für Ismail. Für ihn ist das die erste gelbe Karte. Das Spiel ist aus. Werder Bremen gegen Galatasaray Istanbul. Nach großem Kampf und auch spielerischem Witz 2:1 durch die Tore von Stefan Kohn und Marinos Pesta auf Bremen.